Servus Community, weiter geht's mit Days Gone. Ja, nachdem Boozer nicht wirklich gut bekommen ist mittlerweile, ja, und es ihm nicht wirklich gut geht, immerhin musste sein Arm abgeschnitten werden, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt. Und dann haben wir es auch noch mit einem neuen Freaker zu tun bekommen, mit einem Mega-Freaker, der echt hammerstark ist, also wird schon echt hart das ganze Zeugs. Und jetzt werden wir weiterschauen. Wir müssten eigentlich dorthin zu dieser Nero-Geschichte, aber grundsätzlich würde ich sehr gerne jetzt einmal darauf düsen zum Copeland und eben einmal mit Copeland weiterschauen, dass ich da unser Bike aufbauen kann. Wie gesagt, bezüglich das erinnere mich, da können wir dann immer noch hinfahren. So, jetzt ist nur die Frage, Hey, wie geht's dir? ich will beim Copeland auf jeden Fall die Beute abgeben. Es wird ein Mörder angepisst sein. Gehe ich einmal stark davon aus. Und fürs andere Camp hat man natürlich auch noch was zu tun. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen, aber nicht jetzt. Jetzt schauen wir mal zum Copeland, was der will. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Dicken Ende. Oh nein, es gibt ja einiges zu tun. Es gibt die Geschichte mit Sarah. Scheiße, stimmt. Ich muss die jetzt Nester haben. Deacon, hörst du mich? Ja, Ricky, was geht's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Ellie wollte, dass du eins weißt. Hättest du das Listenmesser nicht gehabt, bist du dir jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, ja, hoffentlich es schafft. Das ist auch meine Idee. Hey, hör zu, danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ender. Ja, jetzt schauen wir mal auf jeden Fall zum Copeland und werden dann mal alles abgehen und schauen, ob wir am Bike was erweitern können. So, da werden wir mal die Beute abgeben. Da sollte man jetzt schon einiges haben. Hey, ich hab dich hier lange nicht gesehen. Ich dachte schon, ihr werdet nach Norden. Ohne mich. Jazzy, nein, nein, wir sind nicht weg. Boozer kann nicht mehr fahren. Wir sind jetzt im Lost Lake Camp und ich glaube nicht, dass wir irgendwo hinfahren. Scheiße, Deke. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich meine, ich habe Gerüchte von draußen gehört, weißt du? Dass Boozer verletzt ist, aber ich wusste nicht, wie schlimm. Danke. Ziemlich. Also, das Angebot steht. Wenn wir, falls wir aufbrechen nach Smith Rock, dann nehmen wir dich mit. Verstanden? Ja, Dick, klar. Wenn du es sagst, Mann. Na dann. Hey, Dick. Schon gut. Sei einfach vorsichtig, okay? Nichts. Das war's. Naja, das war nicht viel. So, dann schauen wir mal zu ihm, weil im Prinzip sagt man da irgendwie schon was. Hi, man. Das ist voll. Das haben wir auch. Genau, die Aufbewahrung.
ermöglicht, auf dem Bike Munition mitzuführen. Das könnte man kaufen. Benzintank. Das will ich haben. Das sollte eine Weile halten. Da können wir noch nicht. Könnten wir. Ja, und das könnte man dann auch. Ich tank auf, wie es sich gehört. So. Problem ist, wir haben jetzt gar nichts mehr. Aber wir schauen jetzt einmal, was der Copeland will. St. John, ich habe einen Job für dich. Cope. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. So, dann schauen wir mal, wo das ist. Das ist, ich erinnere mich. Genau, er hat eine Mission. Wo ist aber die Geschichte mit Plünderer Camp? Da unten. Geh zu Aramax Camp, sprich mit Ricky. Okay. Schön, dich zu sehen. Hey Damon, wie läuft der Waffenhandel? Mal sehen. Er hat eine Mission, das sind zwei Dinge. Aber, was ich mich mehr jetzt frage derzeit, was hat der Aramike jetzt da? Ich erinnere mich, Kopfgeldjäger. Entschuldigung, das ist jetzt interessant. Wir haben da unten diese Geschichte mit dem Kopfgeldjäger. Schutz für die Wachen, für die Schwachen. Überprüfe die letzten bekannten Standorte. Das werden wir machen. Weiß ich zwar noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt das ist, aber das ist in der Nähe und ich hoffe, dass wir Sprit finden. Schau. Cope, ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungsdruck. Ein bisschen zu dicht. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon Sam. Entschuldigung. Ah, Money. Money ist gut. Dank wäre besser, aber Money brauchen wir auch. Hundertprozentig. Okay, wir brauchen gerne Money. Na gut, wo? Na, also. Gut. Was haben wir da? Das ist gut. Wir müssen einfach viel mehr Kräuterzeug sammeln für die Camps. Na, und da unten werden wir wahrscheinlich... Dachte ich mir.
Mit Schalldämpfer sollte das Ganze natürlich besser sein. Okay, schauen wir uns mal um. Da haben wir was. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Geht doch. Ist immer so eine Frage, ob man Spike mitnehmen soll oder nicht. Ich lasse aber das Spike jetzt einmal, wo es ist. Was ist das? Was haben wir hier? Jetzt habe ich dich. Ah, damals Camp. Ja? Du warst gar nichts, ha? Die Versorgungstrupps. Wo kriegt ihr das Zeug für euer Camp her? Sag's mir! Ich bin... Das Camp. Copeland heißt er? Wie viele Leute sind da? Im Camp? Wie viele? Wie viele? Nichts. Verdammt! Okay. Wie gefällt dir das? Endlich. Super. Halt drauf! So, komm, raus mit dir. Jetzt sei still, ich bin dich los. Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Na gut, war ja nicht so schlimm jetzt das Ganze. 2-3 Schuss. Das Apparatur zu unserem Bike. Schauen wir noch, ob wir da irgendwas noch nehmen können. Ach Gott! Das war jetzt echt blöd. Das war wirklich blöd. Was mir ein bisschen... Hier ist nirgends... Ein Benzinkanister. Das taugt man gar nicht, aber ja gut, können wir jetzt eh nichts machen. Gebraucht hätten wir einen. Aber hier ist nichts. So, dann haben wir die Geschichte von Copeland erledigt. Und im Prinzip, wenn wir beim Bike sind, werden wir retour schauen zu Ricky, bevor wir da weiter tun mit dem Main Quest. Ich hoffe, dass wir das schaffen mit dem Bike. Rein vom Benzin her natürlich. Und sind wir wieder am Schieben, was mir gar nicht gefällt. Weil das Camp, wo die Ricky ist, ist meiner Meinung nach fast noch das beste Camp von alle. Ja, nicht schlecht. Ja,
Nichtsdestotrotz haben wir noch immer keinen Benzinkanister. Ich hoffe wirklich, wir kommen und wir schaffen das bis dorthin. Nee, da ist kein Benzin drauf, das ist nur... Das brauchen wir jetzt einmal nicht, aber... Was wir brauchen würden, ist Benzin. Wir haben jetzt auch noch den größeren Tank. Na, schauen wir mal, ob wir bis hinkommen. Zu Fuß auf dem Rücken. Dann schießt du. Mach ich. Danke, Sir John. Komplett Ende. Das ist wieder knappe Geschichte. Und nein, wir machen den Bär jetzt nicht. Ah, Tankstelle, oder? Ja. Dann ist alles geritzt, wenn wir Tankstelle finden. Ja. Benzin wäre nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt haben wir einen größeren Tank. Dauert zwar das Tanken auch länger, aber egal. Das war jetzt wichtig. Der größere Tank, glaube ich, sollte schon eine Zeit lang halten. Dann schauen wir mal, was Ricky für uns für einen Job für uns hat, bevor wir uns wieder um die Geschichte mit Sarah kümmern. Wahnsinn, wie viele jetzt sind auf einmal. So. Okay, wir müssen zu Ricky. Hey Ricky, du hast einen Job für mich? Hey Deke, ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camppunkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie ab... Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deke. Gut, dann schauen wir gleich einmal, wo das genau ist auf der Map.
genau, ich erinnere mich, da müssen wir noch hin. Wir müssen dahin. Hier ist Krieg. Sehr gut. Haben wir gleich markiert und dort werden wir jetzt hindüsen. Wie schauen wir mit der Moni? Voll, voll. Das passt alles. Ja, da können wir sich hinwagen. Wir haben genug Sprit, also das sollte alles weniger Problem sein. Gespeichert haben wir auch. Gut. Dann schauen wir gleich mal, ob wir da irgendwie rauskommen. Ah! So, da sind wir schon richtig. Sehr gut. Aber wenn dieser Auftrag schon hier ist Krieg für heißt, ja, dann wird dort böse abgehen, schätze ich einmal. Dann wird die Sache nicht so einfach sein. Aber schauen wir mal. Adi, hörst du mich? St. John an Lost Lake Krankenstation. Komm. Dick. Hey. Oh. Klar. Was gibt's denn? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Dicker. Andy meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Das hat sie sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Buse, war bestimmt lustig, mich festzuhalten, während. Hey Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Cash. Liegen endlich. Nee, schon wieder eine Horde. Alter. Alter, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe mit Krieg gerechnet, mit vielen Gegnern, mit vielen menschlichen Gegnern. Aber nicht mit einem Haufen an Freaks. Puh, das, so können wir das nicht angehen. Das ist kein Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaube nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Gegen Ende. Wo ist dieses blaue Zeug? Ja, das ist genau dort, wo diese... ist absolute Kacke. Und das ist nicht nur ein einziger.
Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Grabler. Oh, ja, sie töten Grabler. Okay, was ist das? Okay, ja, ja, Zigarettenstück, ja. Stiefelabdrücke. Ah, die sehen aus wie die Art Spuren, die schicke Karrenstiefel hinterlassen. Mach sie fertig! Was? Das ist Tabaksaft. Red Riley, du bist ein ekelhafter Typ. Mehr Stiefel. Okay. Brücke. Hier lang. Da drin. Holzkiste. Oh, Stiefelabdrücke. Schauen wir mal, wo der ist. Urin. Scheiße. Ja, wenn man muss, dann muss man. Na, der führt uns ja da schön im Kreis. Hast du dich versteckt, Red? Was war das? Irgendwo sein. Wie geht's denn? Hier ist jemand. Okay. Ja, du hast recht. Hier ist jemand. Was ist das?
Was war das? Das war ich, ja, ja, ja. Es geht auch so. Ich hab da kein Problem damit. Was? Ja, aber er ist noch nicht da, ihm sehe ich nirgends. Das ist... Was? Das sind einige. Solange wir die so stealthy killen können, ist das alles kein Problem. Okay, das war's mit Stealthy. Okay, also mit dem Sniper, wenn man... So, der Bär gefällt mir jetzt einmal gar nicht. Den so killen. Shit, jetzt. Okay, der ist down. Den Bären werden wir da gleich mal entledigen. Frisches Fleisch. Boah, da sind so viele Gegner. Warum läuft der Digga? Komm! Verdammt nochmal! Das wird dir gefallen! Oh. Alter, jetzt bleibe ich bei der Tür hängen, bei der mistverkackten Tür. Ist ja unglaublich. Warum hat er diese scheiß Axt jetzt nicht genommen?
Das war jetzt echt fail. Also das war nicht wirklich gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich mich so konzentriert habe. Ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaub nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Dicken Ende. So, meine lieben Leute, aber das war's wieder mit einer Folge Days Gone. Wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und wie es vor allem mit Boozer weitergeht, ja, bringt, wie man das wahrscheinlich aber noch immer auf Penicillin und diversen Schmerzmitteln gut weggesteckt hat, aber das werden wir auch erst sehen in der nächsten Folge. Und wie es weitergeht mit Sarah, ob sie doch noch lebt, wie gesagt, nächste Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.